Ich bin so gerne bei der Post, in Nord, in Süd, in West, in Ost. Ich bin so gerne bei der Post. Ja, bei der Post, ich bin so gerne bei der Post. Bei der Post. Zwei Fragen. Erstens, was ist mit diesem verdammten Paket? Zweitens, wo sind die anderen? Die anderen sind noch nicht da und mit dem Paket, Herr Mäßig, da ist was. Breschke, wenn ich Sie frage, was ist mit dem Paket, können Sie doch nicht antworten, mit dem Paket ist was. Da, die Verpackung ist kaputt. Ja, das sehe ich. Und warum liegt das auf meinem Schreibtisch? Weil seit 3 Wochen liegt es uns im Wege herum und da haben wir uns gedacht... Soll es mal dem Mäßig im Wege rumliegen? Ja, das heißt, nein. Natürlich nicht, Herr Mäßig. Ja, wurde denn keine Benachrichtigung zugeschickt? Doch, Herr Mäßig, aber es kommt keiner. Das ist eine Gartenlaube, hat der Zusteller gesagt. Da scheint niemand zu wohnen. Aha, ja, dann schicken Sie es doch zurück, wenn es unzustellbar ist. Ja. Herr Mäßig, wenn Sie freundlicherweise den Absender entziffern können, das scheint kyrillisch zu sein. Naja, also wenn Sie nicht in der Lage sind, dann soll Yvonne das erledigen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bitte um Entschuldigung, aber ich bin total alle. Fräulein Yvonne, das tut mir aber leid. Darf ich fragen, wer ist es denn, den Sie... Mein Lover, Herr Mäßig. Ihr Lover? Aha. Ja, trotzdem mein Beileid. Ach, ich wollte sowieso Schluss machen. Woran ist er denn gestorben? Oh. Wieso denn gestorben? Der ist doch auf die verrückte Idee gekommen, zu so einer Toleranzfete der Gruftis zu gehen. Ja, ich kauf mir natürlich extra alles in Black, nicht? Auch drunter. Naja, gut, als tolerante Frau, da stellt man sich ja unter Toleranzfete was vor, nicht? Und was soll ich Ihnen sagen? Nur ihr Quatsche. Die ganze Nacht nur ihr Quatsche. Bis früh um 3 hat mich da so ein Grufti belegt, dass es am besten für die Welt wäre, wenn es keinem mehr mit keinem tut, bis die Menschheit ausgestorben ist. Wie finden Sie denn das? Fräulein Yvonne. Und wenn sich die Erde von uns erholt hat, dann könne man ja wieder. Mensch, das kann noch Jahrtausende dauern. Wer weiß, ob ich denn noch einen Bock drauf hab. Fräulein Yvonne, wollen Sie damit andeuten, dass Sie gar keinen Trauerfall haben? Na, seien Sie doch froh, dass wir alle noch leben. Und da wagen Sie sich so kostümiert zum Dienst? Na, was kann ich denn dafür, dass man meinen Ex-Lover noch nicht mal eine Taxe spendiert hat und ich bei ihm übernachten musste? Nee, Herr Mäßig, das hab ich nicht verdient! So schlecht, wie es mir heute geht! Was ist denn mit dem Paket hier? Das Paket lag heute früh auf meinem Schreibtisch. Ja, das weiß ich. Ich hab's Ihnen ja gestern Abend dahin gelegt. Seit 3 Wochen lege ich es von einem Regal ins andere. Und immer wieder liegt es uns im Wege. Ja, und nun soll es wohl mir im Wege liegen. Na, irgendwem muss es ja im Wege liegen. Wir müssen schließlich arbeiten. Und ich arbeite nicht, wie? Stankowald hat gesagt, ich soll das ihn auf den Tisch packen, denn Sie sind schließlich der Leiter. Ja. Und als Leiter weise ich an, Sie geben es Stankowald. Bis zum Abend ist es vom Tisch. Sehr wohl, Herr Mäßig. Mein, was sagt man zu der Katastrophe? Was? Ach, ihr wisst mir noch gar nicht. Wir sollen verscherbelt werden. Der Bund kann sich die Post nicht mehr leisten, weil die zu viele Miese macht. Was? Wir werden privatisiert? Ach, wer kauft denn sowas wie uns? Ich würde mich nicht kaufen. Also ich würde mich nicht kaufen, nicht mal für eine symbolische Mark. Wo haben Sie denn den Unsinn her? Herr Mäßig, den Unsinn habe ich von Frau Warnecke. Und Frau Warnecke hat das als sichere Quelle. Die liest nämlich die Farblose. Vielleicht haben wir Glück und uns kauft ein Ölscheicher. Hoffentlich ist der nicht zu alt. Quatsch, Mensch, soll ich dir mal sagen, wie sowas funktioniert? Du kommst eines Morgens quietschfidel auf Arbeit. Zur Arbeit, quietschfidel.
Also, wenn das so weitergeht, wirst du noch von Tag zu Tag fideler, dass du überhaupt auf Arbeit kommen kannst. Also, pass auf, du kommst fidel auf Arbeit und da hat dein schönes, geliebtes Postamt irgend so eine Schwabe aufgekauft. Und hinter deinem geliebten Schalter, da sitzt denn seine pucklische Verwandtschaft. Und die verkauft dann deine geliebten Briefmarken. Ach, Stankoweit, was soll denn diese Stimmungsmache? Das Postamt kann doch ebenso gut einen Brandenburger kaufen. Na, oder eben Sachse. Ja, so pleite sind wir nicht. Wir werden unser schönes bisschen Geld in diesen Ostschrotthaufen stecken. Hey, das soll mal lieber der Schwabe machen. Ja, und wenn der Schwabe unser geliebtes Postamt nun platt macht und hier zum Beispiel eine Pornobude aufbaut? Noch, wenn uns die Pornobude übernimmt? Na, also mich übernimmt die bestimmt nicht. Machen Sie sich doch nicht verrückt, Reschke. Es gibt Überlegungen, gewisse Teiloperationen des postalischen Circulus Viciosus gewissermaßen zu eliminieren und gegebenenfalls einem Privatunternehmen zu offerieren. Was, hier ein Privatzirkus? Mensch, Rudi, das hab ja sogar ich verstanden. Nur Teile der Post werden privatisiert. Und nach der nächsten Gehaltszahlung, da gehen wir alle geschlossen zur Treuhand und jeder kauft sich seinen eigenen Schalter. Wie bitte? Na, die 2 Quadratmeter Postschalter, die können wir uns doch noch leisten. Und dann können sie uns alle malen, dann sind wir Unternehmer. Das klingt nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, und dann gründen wir einen postalischen Unternehmerverband mit Arbeitsessen bei Kempinski. Na, und die Kosten können wir sogar von der Steuer absetzen. Ja! Und da wir in Potsdam, Niederbörnecke das Briefmarkenmonopol haben, bestimmen wir den Preis der Marken. Ja! Keine Markmarke unter 3 Mark! Ja. Kapitalismus à la Marx und Moritz, was? Herrschaften, es gibt lediglich Überlegungen, den Briefmarkenverkauf den Papiergeschäften anzubieten. Klingt auch nicht schlecht. Haben wir noch weniger Arbeit. Rudi, da werden wir aber auch bei der Post durch weniger Leute. Wieso? Ach so. Warum sagt denn das nicht mäßig klipp und klar? Na, Rudi, weil Arbeitgeber nie klipp und klar sagen, wenn sie eben die Arbeit nehmen wollen. So. Dann bin ich der Erste, der fliegt. Wieso denn du? Weil ich ein Pechvogel bin. Meine Älteste hat ausgelernt und findet keinen Job. Meine Mittlere, die findet keine Lehrstelle. Und meine Jüngste, die hat mir ohne Umschweife erklärt, dass sie gleich asozial wird. So, und ich? Rudi, weißt du noch, wie wir zu DDR-Zeiten immer geträumt haben, als wir noch für Lapsche 100 Mark die Briefe ausgetragen haben? Lieber Weststütze als Ostgehalt. Siehste, so schnell können Träume in Erfüllung gehen. Ach, Rudi, mach dich nicht verrückt. Zuerst entlassen die Wolle. Wieso denn mich, Mensch? Ich bin die Seele des Postamtes. Ja, aber mit der größten Klappe. Nee, ich hab die größte Lebenserfahrung und ich hab nicht die größte Klappe. Ich weiß noch immer alles besser. Ich weiß zum Beispiel auch, dass du die Erste bist, die entlassen wird. Wieso denn Icker? Weil du die am wenigsten klügste von uns dreien bist. Was, ich soll noch dümmer sein als Rudi? Na, du bist doch nur eine Frau. Frauen sind nun mal dümmer als Männer. Du Schorbi, du Macho! Das ist ein Naturgesetz, ja? Du hättest mal gestern zu unserer Toleranzfete kommen sollen. Danke. Hm? Da hätte man dir schon beigebracht, dass man nicht nur den eigenen Dummkopf tolerieren muss, sondern auch den der anderen. Hm? Nee, du, ich weiß auch nicht, was dir noch sagen sollst. Du. Manchmal weiß man überhaupt nicht, was schlimmer ist, die Zeitung oder die Wirklichkeit. Na Wolle, warum hast du jetzt den rechten Rand abgerissen? Damit jeder sieht, dass ich für Rechtsaußen nicht übrig habe. Ich mach mir nichts aus Politik. Sollen Sie andere drum kümmern. Wolle, da du ja der Mann mit der größten Lebenserfahrung bist. Bitte. Yvonne, ich hab dir gesagt, du sollst das dem Chef auf den Tisch legen. Ich hab es da gemacht. Ne, dann machst du es nochmal. Ich mach's doch selber. Herrschaft, was ist denn schon wieder los hier, verdammt nochmal? Wolle macht Arbeitsverweigerung. So, Stankoweit, das ist ja interessant. Dann möchte ich doch mal deutlich werden. Die Post muss abspecken. Aber nicht von ihren wachsamen Leuten. Mit dem Paket hat das nämlich eine Bewandtnis, eine höchst undurchsichtige. Und deshalb habe ich es auch zur Chefsache erklärt.
damit Sie es ihm ganz persönlich bearbeiten können. Und was heißt höchst undurchsichtige Bewandtnis? Ja, der Adressat ist mysteriös und der Absender ist unleserlich und der Verpackung höchst verdächtig. Also ich möchte nicht wissen, was hier drin ist. Das heißt, du möchtest wissen, was da drin ist, nicht? Ja, sorry. Was soll denn da schon drin sein? Vielleicht eine Zeitbombe. Da tickt wirklich was! Wo soll denn da was ticken? Ich höre nicht. Du, ich vermute was ganz anderes, Leute. Also ja, mäßig, wenn ich Chef wäre, ich würde das dem Bundeskriminalamt übergeben. Mhm. Na meinst du, die tragen es aus, die haben doch auch keine Leute. Haben Sie das in der DDR auch so gemacht? Die Arbeit immer auf andere abgewälzt? Also, wenn bei uns eine Postsendung verdächtig war, dann brauchten wir die nicht abzuwälzen. Da kamen die Kollegen Schnüffel, Horsch und Guck und die... Ja. Aber da die nun nicht mehr kommen, werden wohl Sie sich was einfallen lassen müssen. Ich hab's geahnt. Was hast du geahnt? Puderzucker ist es nicht. Warum soll das Puderzucker sein? Ich habe ja auch gesagt, dass es kein Puderzucker ist. Warum soll das kein Puderzucker sein? Na, irgendwas muss es ja nicht sein, wenn es das ist, was es ist. Warum kein Puderzucker? Warum nicht kein Mehl? Mensch, wer verschickt denn heutzutage noch Mehl? Das ist das Porto teurer. Bei Puderzucker wird es auch nicht billiger. Ich habe ja auch gesagt, dass es kein Puderzucker ist. Mensch, Wolle, kannst du dir selbst noch folgen? Sag mal, bist denn du nur so blöd oder stellst du dich nur so blöd, Mensch? Beispiel, pass mal, wenn zum Beispiel der Derek kommt und das Pulver sieht und kostet und sagt, Puderzucker ist es nicht. Dann weiß doch der informierte Zuschauer, es ist Schnee. Naja, aber wer ist denn Derek? Du meinst, wir haben Rauschgift gefunden? Was? Oh, alle Westdelikatessen habe ich durch. Kaviar, Austern, Champagner, sogar Schlappi. Und jetzt kommt die Krönung. Ich hasch mehr. Wolle! Die will haschen. Warte mal, ich gehe. Guten Morgen, Frau Kaiser. Ein Telegrammformular, bitte. Ein Telegrammformular, bitteschön. Nehmen Sie sich ruhig Zeit, Frau Kaiser. Ja. Yvonne, hör. Du, Rudi. Rudi, das ist unsere Chance, wenn das wirklich Rauschgift ist. Was denn für eine Chance? Pass auf, Rudi. Ja, wenn ich high werde, dann rufst du die Polizei an und dann sagst du, wir haben ein Paket mit Rauschgift sichergestellt. Und dann kommen wir ganz groß in die Zeitung. Na, wir beide und Stanko weiß. Und ich möchte den sehen, der uns dennoch feuert. Du, Yvonne, wir drei, wir haben doch immer zusammengehalten all die Ach, Jahre. Da ging es ja auch nur gegen die da oben. Jetzt geht's jeder gegen jeden. Guck mal, du hast 3 Öhren, ja? Ja. Ich muss eine Schrankwand abbezahlen. Und Wolle hat eine Frau, die ihn ernähren kann. Was ist denn? Merkst du schon was? Ein Schmucktelegramm, bitte. Meine Schwester hat Geburtstag. So, da haben wir gleich mal hier ein paar Muster. Hier haben wir Golddruck mit Silberschrift und hier haben wir Silberschrift mit Golddruck. Und hier haben wir Ach, nehmen Sie doch das Schönste, was Sie da haben. Was mit Blumen? Was mit Blumen? Da können wir hier LXC nehmen, das ist 10 Mark. Und da wir einen Block haben, sind es 20 Mark dazu. Annahme am Schalter plus 5 Mark. Zustellwunsch Eilbote 7 Mark. Macht 42 Mark, Frau Kaiser. Eigentlich wollte ich ja bloß ein Telegramm schicken. Und nicht das ganze Sortiment. Ja, Frau Kaiser, ab 1.6. haben sich die Gebühren für Telegramme MV ein bisschen drastisch erhöht, ja. Schon wieder? Also, ich weiß nicht, wieso die Post dauernd die Gebühren erhöht. Ich denke, wir sind doch jetzt eine Demokratie. Ach, hat man Sie nicht gefragt? Nein, mich hat keiner gefragt. Und meine Nachbarin hat auch keiner gefragt. Und die ist auch nicht einverstanden.
Aber dafür gab es ja jetzt ein paar Mal Rentenerhöhung. Ja. Einmal 8 Pfennig und einmal 80 Pfennig. Ja. Naja, das rechnet ja jetzt ganz genau der Computer aus. Ja, ein Mensch kann ja auch gar nicht auf solchen Blödsinn kommen. Statt der Blüm sich mal hinsetzt und mit Stift und Papier nachrechnet, dann müsste der doch merken, dass unterm Strich nichts bleibt. Ich rechne doch auch alles nach, wenn ich aus der Kaufhalle komme. Also, Frau Kaiser, was ist denn nun mit den 42 Mark hier? Ach, wissen Sie was? Ich habe noch eine Geburtstagskarte aus alten DDR-Zeiten zu Hause. Die hat 25 Pfennige gekostet. So sieht die wahrscheinlich auch aus. Ja, und dann habe ich noch ein paar Groschenbriefmarken aus der DDR. Die klebe ich. Frau Kaiser, aber eine solch frankierte Karte befördern wir nicht mehr. Müssen Sie auch nicht. Von Ihrer Post, Herr Stankoweit, lasse ich mich noch lange nicht über Löffel balbieren. Ich fahre mit der S-Bahn nach Köpenick und stecke meiner Schwester die Karte selber in den Kasten. Kommt schon. Jetzt geht eine Veränderung mit mir vor. Geht vor? Soll ich die Polizei anrufen? Bist du jetzt heil? Erstmal wird mir schlecht. Warte, da hilft ein Magenbitter. Ich möchte ein Paket abholen. Eins. Das muss ich extra wegen Ihnen den Paketschalter öffnen. Können Sie sich nicht mit ein paar Kunden zusammentun, damit ich eine Sammelauslieferung mache? Nur mal sachte, Opa. Wenn ich die Nacht vorher gefetet habe, darf man am nächsten Morgen nur ganz sanft mit mir reden. Was ist denn los? Mensch, Yvonne, alte Kanalratte, how do you do? Ja, verzeihen Sie einen kleinen Moment, Entschuldigung. Wolle, sag mal, was hast du denn? Ich kriege hier alle drin. Sag mal, ist hier Versammlung oder was? Fräulein Yvonne, auch als zukünftige Unternehmerin sollten Sie sich wenigstens ein bisschen in Arbeit üben. Ja, ich. Überdosis, Herr Mäßig, sie hat eine Überdosis genommen. Was für eine Überdosis? Na, Rauschgift, Herr Mäßig. Was denn für Rauschgift? Na, von dem Paket. Sie nehmen Rauschgift? Ah! Aus fremden Paketen? Sie sind entlassen. Und du hast das nicht verhindert. Ja, aber Reschke, Sie sind auch entlassen. Wieso denn ich? Stankoweit war für das Paket verantwortlich. Den entlasse ich mit besonderer Freude. Herr Mäßig, ich habe Ihnen gleich gesagt, das Paket ist Chefsache. Da müssten Sie sich jetzt auch entlassen. Ja, das würde ich ja zu gerne, aber das Postwesen muss ja irgendwie weitergehen. Ach, was machen wir denn nun? Halten Sie den Mund, das ist doch auch keine Lösung. Da Sie offensichtlich keine Zeit zum Arbeiten haben, dürfte ich mir mein Paket selbst raussuchen? Stankoweit, Sie machen Schalterdienst? Sie holen die Polizei? Ja. Und Sie verschwinden aus dem Gesichtsfeld der Kunden? Aber Dalli Dalli. Polizei. Was sind Sie? Sie wollen also das Paket abholen, ja? Also dann machen wir das jetzt mal so, ja? Ich hole Ihnen jetzt das Paket und Sie bleiben schön hier stehen, ja? Schön warten, ja? Nicht weglaufen, ja? Versprechen Sie mir das. Großes Ehrenwort. Versprochen. 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 Ja? Herr Mäßig. Was ist denn schon wieder? Ich hab ihn. Wen haben Sie? Den Dealer. Welchen Dealer? Hier, den Rauschgift-Dealer von dem Paket hier, von dem Fräulein Yvonne genascht hat. Hier. Aha. Und was will er? Der will das Paket holen. Na Gott sei Dank, da sind wir es los. Was denn, Sie wollen ihm das Paket aushändigen? Natürlich, natürlich nicht. Was rieselt denn da? Leise rieselt der Schnee. Ich rufe sofort die Polizei.
Die brauchen Sie doch nicht anzurufen, die holt doch schon der Raschke. Och, gebt euch dauernd Ratschläge, Stankoweit. Immer müssen Sie mich belehren. Ich weiß alleine, was ich zu tun habe. Na bitte, dann rufen Sie endlich mal an. Ich brauche die Polizei nicht zu rufen, die holt ja schon der Raschke. Warum Sie halten mir diesen Mann auf? Ja, was denken Sie, was ich die ganze Zeit hier mache? Wo ist er denn jetzt? Draußen vorm Schalter. Und wer bewacht ihn? Na, niemand. Ich bin ja hier, um Ihnen zu sorgen, dass er da ist. Und Sie glauben, dass er noch da ist, wenn Sie wieder rauskommen? Der wartet. Ich habe ihm das große Ehrenwort abgenommen. Sie sind ein Ass, Stankoweit. Ein hochkarätiges Ass. Oh, das habe ich schon immer gewusst. Aber wieso eigentlich, Herr Mäßig? Ein schönes Kind, jetzt schöpft der Kerl doch Verdacht, dass wir Verdacht geschöpft haben und verduftet. Soll ich nur rausgehen und ihm sorgen, dass er mir warten soll, damit er nicht Verdacht schöpft, weil wir Verdacht geschöpft haben? Oder wie? Machen Sie, was Sie wollen, aber halten Sie ihn auf! Also Mensch, der macht mich noch wahnsinnig. Der bringt mich noch ins Grab. Gott, warum bin ich nicht in meinem ruhigen Spandau geblieben? Hier, was wollten Sie eigentlich? Mein Gott, wer auf die Post will, muss arbeitslos sein oder Rentner. Man muss viel Zeit haben. Ich will mein Paket abholen. Sie wollen also Ihr Paket abholen, ja? Sind Sie eine gewisse Frieda Krawulke? Sehe ich so aus? Hier, ob auf dem Schein steht, dass der Empfänger eine gewisse Frieda Krawulke ist. Sind Sie das? Das ist meine Oma. Sese, die Oma. Ja, ja, die Oma. Und warum kommt sie nicht höchstpersönlich, die Oma? Ja, weil sie mich geschickt hat, die Oma. Soll ich Ihnen mal was sagen? Nein, Sie sollen mir endlich mein Paket holen. Ich glaube, Sie haben überhaupt gar keine Oma. Und wieso kriegt sie dann ein Paket? Das möchten Sie gern wissen, was? Können Sie denn wenigstens sagen, was in dem Paket ist? Ich kann, aber ich will nicht. Weil ich nicht muss. Dann sage ich's Ihnen. Weißes Pulver. Ist das nicht verdächtig? Weißt du was, Opa, du kannst dir mein Paket an den Hut stecken. Nee, komm, bleib doch hier. Ich würde da gerne Ihr Paket suchen. Vielleicht können Sie es mir mal beschreiben. Was soll ich? Beschreiben, damit ich es besser finde. Weil wir haben ganz schön viele Pakete hier hinten rumliegen. Also hier, ist es denn ein viereckiges oder ist es ein rundes oder ein ovales oder ein abstraktes? Was ist denn ein abstraktes Paket? Hier so, abstrakt, hier so, wie der Picasso hier so. Picasso? Ach, Sie kennen Picasso nicht? Das ist doch der, bei dem die Nase manchmal hinterm Ohr sitzt. Und so. Mein Paket hat keine Nase und keine Ohren. Es ist ein einfaches, viereckiges, unauffälliges Paket. Menschenskinder, da soll man's finden. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Platzbier. Ist aber schön, dass Sie mal hier vorbeikommen. Guten Morgen, Herr Platschbier. Sie sind doch so freundlich heute. Werde ich doch sofort misstrauisch. Krieg ich jetzt mein Paket? Hier, der Herr ist Stammkunde und Stammkunden werden bei uns bevorzugt bedient. Das ist ein besonderer Service des Hauses, ja? Sie, ich werde gleich zum Wadenbeißer. Herr Stankoweit, ich kann Montag kommen. Ich kann Dienstag kommen, ich kann Mittwoch kommen. Am Schalter sitzen immer Sie. Aber Donnerstag hat immer hier Rechtgeschalterdienst. Ja? Bei den Postgebühren kann man wohl etwas Knackigeres hinter dem Schalter erwarten. Ich verstehe. Also wenn Sie ernste Absichten bezüglich Fräulein Yvonne hegen, dann heiraten Sie sie. Ich verspreche Ihnen auch, Sie wären Ehrenkunde der Bundespost. Wo ist hier das polizeiliche Vorkommnis? Wo ist mein Paket? Ja, und wo ist Fräulein Yvonne? Wo sind Mäßig? Oh, Menschen, die alle auf einmal. Ich wäre noch ganz nervös. Herr Wachtmeister, hier, ich darf Ihnen dort einen Rauschgiftdealer übergeben. Der meint mich? Ja, schon gut, Stankoweit, ich mach das hier schon. Herr Hauptwachtmeister, mir ist es gelungen, eine größere Menge von Rauschgift sicherzustellen. Von mir spricht wieder mal kein Mensch. Leider haben wir auch ein Opfer zu beklagen. Das klingt ja wie Musik. Sie haben also ein Paket mit Rauschgift erhalten. Richtig, denn Puderzucker ist es, ne? Herr Wachtmeister, wir sind hier in Niederbörnicke. Was soll ich denn hier mit Rauschgift? Das werde ich doch gar nicht los. Pulverisierter Fugenleim, stark quellfähig. Meine Oma hat eine Laube. Der Leim ist völlig ungefährlich, wenn man sich sofort drum kümmert.
Ja, da kenne ich doch einen ausgezeichneten Spezialisten, Fräulein Yvonne. Sagen Sie mal, ich habe mich wohl verhört. Was soll das sein? Na, Puderzucker ist es nicht. Jetzt langt mir's aber! Mensch, Reschke, wie stehe ich denn vor dem Hauptwachtmeister da? Ha! Und wie stehe ich vor meinem Chef da? Ständig muss ich falsche Alarme melden! Ich mache mich doch lächerlich! Ja, hören Sie doch auf! Sagen Sie mir doch nicht immer alles vor! Soll ich Ihnen mal was sagen? Hier auf diesem Postamt sind viel zu viele Leute. Und die haben viel zu wenig zu tun. Hörst du? Jetzt sagt er es auch! Wenn hier einer nichts zu tun hat, dann sind Sie es, Herr Hauptwachtmeister. Ich? Wieso? Weil meine Leute das tun müssen, wofür Sie bezahlt werden. Und das wäre? Wachsam zu sein. Ich bin wachsam. Sensibel zu reagieren. Ich reagiere sensibel. Sich nicht provozieren zu lassen. Ich lasse mich nicht provozieren. Moment mal. Aus dem Paket rieselt doch was. Also, Puderzucker ist es nicht. Ich bin so gerne bei der Post, in Nord, in Süd, in West, in Ost. Ich bin so gerne bei der Post. Ja, bei der Post, ich bin so gerne bei der Post. Bei der Post.